die Leute halt so alles beim Camping dabei haben. Licht in der Wildnis. Ja, komm, dann lass uns mal ausruhen. I don't know if it's true, but have you heard what the local villagers say about a dragon in these woods? It would make a fine hunting trophy. Ich will nichts von Drachen hören. I'm ready to fight. What are we babbling here? It's time we go and tear off that lizard's wings. Mhm. Klassische Barbaren. Wir müssen, glaube ich, hier alles mal ein bisschen was durchkämmen, um die ganzen XP, die hier noch rumliegen, mitzunehmen. I'm not afraid. Wolf aus Schleichersrudel, alles klar. You forced my hand. You deserved it. Okay. Dann holen wir mal alles und sammeln es ein. Die Wölfchen sind jetzt nicht so schlimm. Wahrscheinlich bis wir Schleicher finden. Wie man sieht, das hier sind jetzt die Gegner, die wir sonst noch normalerweise bekämpfen sollten und nicht die Viecher, die wir die ganze Zeit eben bekämpft haben. Ah, da geht's wahrscheinlich zu Schleicher rein. Aber bevor wir da reinlaufen... Oh, dass hier noch Hasen rumrennen bei den kleinen Wölfchen hier. Rostige Sucheisen. Gut, Octavia hat ein paar Kratzer bekommen. Doom to victory. Vielleicht setze ich dich jetzt einfach mal wieder auf Fernkampf. Okay, stellt euch einfach mitten in den Feind rein, das ist okay, das wird schon passen. Komisch, bei dem Versäureverätzten und dem geplatzten Wolf gibt es keine Haut mehr, die wir sammeln können. Ah, verdammt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du solltest da weg. Ja. Schade, hier können wir auch nichts halten. Ein bisschen gezielt heilen. Ihren Wolf getötet, bevor er ihn getötet hat. Der Tank ist schneller fertig als der DD. Nice.
Hinterhalt. Ja, gut. Das sollte Octavia wahrscheinlich genügend Schleicher der Alpha-Wolf. Das erklärt's. Dich wollte ich gerade zurückziehen. Na gut, dann ist meine Heilungskapazität gerade sehr begrenzt. Komm, geh mal zurück. Nein, du gehst auch zurück. Ja gut, jetzt ist mir fast egal. Alpha, der Schleicher müsste eigentlich gleich auch weg sein. Und ich glaube, ich setze mal wieder die Barbarenkräfte ein. So für den letzten Schlag. So. Ah, Knochen, die man durchsuchen kann. Was haben wir denn da? Eine Lederrüstung. Na gut. Eine Sense. Eine Verderbnisschriftrolle. Blutsteine und mehr Wolfsfell. Ob es damage-mäßig was bringt, wenn du mit einem von hinten drauf klopfst, beziehungsweise klopfen die automatisch oder musst du Fähigkeiten kriegen? Also, es bringt tatsächlich was, wenn du von hinten drauf klopfst, weil das dann quasi ein hinterhältiger Angriff ist. Aber die klopfen auch automatisch. Also du musst nicht die ganze Zeit draufhauen. Das ist das Gute. Du kannst ihnen auch sagen, sie sollen einfach nur stehen bleiben und nichts tun. Was ich mal vielleicht hätte tun können. So, damit haben wir zumindest das Problem mit den Wölfen geklärt, das wir nicht hatten. Ach komm, was soll's. Nehmen wir den blöden Lederharnisch mit. Die Verwaltung der Baronie ist nur innerhalb der Grenzen notwendig. Ja, ist okay. Wir machen jetzt hier einfach mal so eine Runde. Ja, wir ruhen uns auch mal wieder aus. Unausgeruhte Charaktere. Das ist nämlich. He has a very pretty smile. It's a shame we see it so rarely. So, das Ding können wir direkt mal. Gehört zu einer. Außerhalb deines Einflussbereiches. Schade. Jetzt sind wir wieder drin. So, wie weit bist du? Ja, da kommen immer mehr. Weil ich habe niemanden, der es übernehmen kann, weil du. Weil du brauchst. Steuerprobleme. Ein Appellant verlangt anscheinend weiterhin Steuern von deinen Bürgern. Aber das kann ich nur im Thronsaal lösen. Da kann ich gerade nicht hin. Tragödie in der Mine. Die örtlichen Steinmine gab es einen Erdrutsch. Die Steinhändler haben ihren Preis erhöht und Baumaterialien werden knapp. Du bist beschäftigt. Wann kommt ihr wieder? Erfolgschancen 90%. Du bist auch noch beschäftigt mit Erfolgschancen 100%. Ich wünschte, die würden irgendwann wiederkommen. Wie sieht es bei dir aus? Gucken wir nochmal kurz rein. Die werden gerade noch gebaut. Wir haben noch 3 Baupunkte. Ja gut, die Woche ist, glaube ich, noch nicht vorbei. Dementsprechend ist das ein Dorf. Ja.
Es gibt mit Land- und Stadtverwaltung, weil es geht darum, ein Königreich aufzubauen. Und du kannst die Dinger dann auch irgendwann mal leveln. Also, wenn es zum Beispiel eine Kleinstadt ist. Aber im Moment ist auch meine Hauptstadt noch ein Dorf. Ich weiß noch nicht, wie man es hochkriegt. Das ist vermutlich, wenn ich hier auch die anderen Sachen soweit verbessert habe. Dorf 2. Zahl der Dörfer 0. Für jeweils 3 Dörfer in deinem Reich verbleibst, kannst du eines davon zu einer Siedlung verbessern. Ah. Wenn im jeweiligen Dorf mindestens 6 Plätze besetzt sind. Die erste Verbesserung muss in der Hauptstadt vorgenommen werden. Alles klar. Man muss die Dinge auch mal lesen, die da stehen. Dann reisen wir doch mal zurück und bleiben noch eine Weile bei uns in der Hauptstadt. When we stop. Nein. Jetzt sind wir nämlich auch da. So, erstmal ganz kurz zum Thronsaal. Ich glaube, ich hätte direkt erstmal zum Identifizierer gehen sollen. Ein Problem erfordert eure persönliche Aufmerksamkeit, euer Gnaden. Euer Bekannter Oleg weigert sich nun schon seit Monaten, seine Steuern zu bezahlen, obwohl sich sein Handelsposten in eurem Land befindet. Diesen Narren war nicht klar, dass er gleich hätte zu euch kommen sollen. Aber egal, bitte hört euch an, was er zu sagen hat. Was ist los, Oleg? Oleg verzieht sichtlich bemüht, nicht auf den Boden zu spucken, das Gesicht. Seit ihr diese Baronie gegründet habt, euer Gnaden, bin ich euer Untertan. Er blößt seine Zähne zu einem Lächeln. Aber gleichzeitig bin ich immer noch Untertan von Aldori in Restorf. Als ihr den Hirschkönig besiegt habt, dachte ich, meine Sorgen wären vorbei. Aber nein, Oleg schüttelt den Kopf. Ich habe mein ganzes Leben lang Steuern nach Restorf abgeführt. Jetzt stehen auch noch eure Steuereintreiber vor meiner Tür. Wem würdet ihr die Treue schwören? Ratgeber, irgendwelche Vorschläge? Die werden diesen Monat keine Steuern von Oleg eintreiben. Lasst ihn gehen. Ich werde mich über Olegs Treue schwören und den Schwertfürsten Restorf beraten, um festzulegen, ob er mir oder ihnen verpflichtet ist. Das wäre zumindest nett. Unsere Baronie hat den Schwertfürsten von Restorf viel zu verdanken. Wir werden ihnen gestatten, Steuern von Olegs Handelsposten einzutreiben. Das ist nur gerecht. Schickt Wachen zu Olegs Handelsposten, treibt ein, was er schuldig ist und beschützt unseren neuen Untertanen und seine Waren vor weiteren Forderungen aus Restorf. Köpfen! Ich frage ihn erstmal. Oleg scheint die Frage überrascht zu sein. Überlegt einen Augenblick und du bemerkst, dass du große Mühe hast, höflich zu sein. Verzeiht mir, euer Gnaden, aber für mich sind alle Steuereintreiber nichts weiteres als Banditen, egal unter welchem Banner ihr steht. Haben meine Ratgeber Vorschläge? Euer Gnaden, die Aldori Schwertfürsten sind treue Verbündete und das Rückgrat dieser Baronie. Ich hoffe, ihr haltet an eurem Bündnis mit Lady Yamati fest und riskiert eure Lands nicht wegen der kurzsichtigen Interessen. Gut, dann werden wir jetzt einfach mal uns mit den Leuten. Entschuldigung. Mit Restorf beraten. Oleg lächelt zackert. Tja, ich danke euch. Er verneigt sich umständlich und richtet sich beschämt auf. Das ist ausgesprochen gerecht. Kassil neigt den Kopf. Eine weise Entscheidung. Wenn ihr wollt, schreibe ich Lady Yamandi und erkläre ihr die Angelegenheit. Vielleicht stimmt sie ja eine gerechte Verteilung der Steuer zwischen der Baronie und Restorf zu. Ich bin sicher, wir können uns mit Yamandi einigen und uns den Handelsposten einverleiben, ohne mit dem direkten Konflikt mit Schwertfürsten zu riskieren. Gehen wir diplomatisch vor, sind ein gerechter Herrscher und erfreuen uns daran, dass unsere Macht trotzdem steigt. Und beim nächsten Spieldurchlauf sind wir ein mediterraner Despot. Oder so. So, du bist noch dran, du bist noch dran, du bist noch dran. Das brauche ich also alles. Da brauche ich gar nichts machen. Und dann können wir ein paar Tage überspringen. Diese Gegend über gilt der Baronie als Gutstätte für Banditenraufbeute und Halsabschneider. Vielleicht sollte ich den Ratgeber den Richten ein Ende machen und den Leuten versichern, dass die Wache sie beschützen kann. Jegliche Versuche, eine Miliz aufzustellen, um Einheimische zu Straßen zu beschützen, blieb erfolglos. Schade. Treubanden wüten in der Region. Jemand muss sie aufhalten. Du bist beschäftigt. Aber wir haben jetzt
zumindest ein Ratgeber wieder fertig. Das heißt, ein übles Gerücht macht die Runde. So. Erfolgschance 80%. Ja gut, 80% sind 80%. Damit haben wir zumindest schon wieder ein paar Leute am Laufen. Ich werde jetzt mal die Ereignisse soweit schauen, dass wir sie vielleicht ein bisschen durchkriegen. Ah, Urstifter hetzen das Volk zur Rebellion gegen Herrscher auf. Die Leute wollten keinen Kampf, sondern nur Gewissheit, dass die Stimmen in der Hauptstadt gehört werden. Als das Vertrauen der Bürger in der Herrscher wiederhergestellt war, verschwanden die auch wieder ebenso schnell, wie sie aufgetaucht waren. Sehr schön. Das wollte ich hören. Bogen dient jetzt auch. Haben wir jetzt vielleicht hier? Nein, wir haben immer noch niemanden für dich. Wer auch mal Bogen ist. Ich bin wieder zurück zu den Ereignissen. Weil jetzt können wir das Problem in den Steinmine machen. Aber wir haben, auch wenn wir nur eine 50% Erfolgswahrscheinlichkeit haben, da brauchen wir die militärischen Berater. Die unbekannte Meisterin, 65%. Dann machen wir erstmal die 50% und dann die 65% und sehen dann mal weiter. Wir müssen die ganzen Sachen hier mal soweit fertig machen. Billige Öffentlichkeit. Eine Gruppe von Barden hat angeboten, den Herrscher zu preisen gegen eine kleine Bezahlung. Ihre Lieder werden die Kunde vom Tod des Hirschkönigs und den Machtwechsel bis in die entlegensten Dörfer tragen. Ihre Loblieder werden auf den neuen Baron werden die Loyalität der Bauern sichern. Ja, leider. So, wir können jedoch garantiert noch ein paar Dinge tun. Wir haben 67 BP. Das gilt aber auch für das andere Dorf. Ja, 67 BP. Spielwerte, Militär bräuchten wir noch ein bisschen was und Wirtschaft brauchen wir noch ein bisschen was. Kaserne wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ein Sägewerk. Ein Sägewerk passt hier einfach generell hin. Plus 1 auf Beziehung in einer Siedlung mit Kais. Können wir hier auch einen Kai bauen? Ja. Dann lohnt sich das doch schon mal. Was ist das? Ach ja, die billige Öffentlichkeit. Das war der Dings. Ein Ereignis. Ein Zeichen des Himmels. Die Einheimischen dürfen eine Erinnerung an der Erhabenheit und der Macht der Götter. Der Hohepriester sollte ein feierliches Ritual abhalten, um eine Gemeinde um allen Zweifeln dazu beweisen, dass die Pyramide Gunst der höheren Macht steht. Wieder ein Ratgeber. Der ist leider immer noch dabei. Der ist immer noch bei dem Fluch war. Brief für den Herrscher. Ein übles Gerücht macht die Runde den Ruf des Barons schade. Es ist halt Prävoigiere nach mehr Territorium. Der Ratgeber beruhigte die Leute. Positiv ist anzumerken, dass die Leute nun überzeugt sind, mit ihrem neuen Herrscher an ihrer Seite alle zukünftigen Hindernisse überwinden zu können. Yes!